Sophia, Sophia, du bringst uns alle noch um den Verstand. Nach einem Jahr hartem Training und keinem Ende in Sicht hat sich die schöne Schauspielerin von einer schlanken TV-Persönlichkeit zur echten Sportskanone entwickelt. 10 Kilo Muskelmasse innerhalb von nur 9 Monaten hat sich die 30-Jährige mit viel Schweiß und Fleiß antrainiert. Das Ergebnis der harten Muskelübungen präsentiert uns Sophia zu Genüge. Doch ihr neuester Fitness-Schnappschuss macht selbst die größten Klugredner sprachlos. Lediglich im knappen Sport-BH und in noch knapperen schwarzen Shorts posiert das Model vor dem Spiegel und lässt dabei lässig ihre Muckis spielen. Ganz schön beeindruckend finden auch ihre Fans. Anerkennend vergleicht ein User sie mit einem ehemaligen Weltsportler. Oberschenkel wie Roberto Carlos. Ich liebe es. Ein anderer schwärmt, wunderschöne Beine. Doch es ist nicht allein Sophias Adonia-Erscheinung, die für Verwunderung unter den Fans sorgt. Denn ein Detail an diesem Schnappschuss stimmt nach ihrer Meinung so gar nicht. Die attraktive Blondine trägt statt Sportschuhen tatsächlich Bikerboots im Fitnessstudio. Training in Boots? Okay. Mit den Schuhen? Trainierst du wirklich so? Und miese Sportschuhe, beschweren sich einige ihrer Follower. Tja, Sophia ist eben eine Rockerbraut durch und durch und bleibt sich ihrem coolen Lifestyle selbst beim Trainieren treu.